Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Oasis auf dem Office-Surfer. In dieser Folge werden wir versuchen, unseren ersten Hard-Surfer, also die mit den schweren Maps, zu claimen. Also wenn das Ding schon mal auf Hard ist, ne, gibt der richtig Gummi, guck mal. Ja, das ist gut. Ganz schön schnell, ne? Gibt richtig Gummi. Spürst du den Wind? Ich höre den Wind. Hast du ein gelbes Segel? Der denkt jetzt auch... Ah ne, der ist schon kaputt. Oder? Okay, er wird noch schneller. Okay. Alter. Wollen wir rein, Rama, oder... Wow, ein Kaktus, echt? Das war ein ganz besonderer Kaktus. Der Plan ist jetzt folgender. Da, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, das ist ja unser ehemaliger Heimatsurfer, wo wir uns noch vor 2 Folgen aufgehalten haben. Diesen Surfer haben aktuell Chinesen geclaimed. Und in wenigen Stunden, wo das hier aufgenommen wurde, wird deren Proxy Walker auslaufen, sodass wir ihn wieder zerstören können, theoretisch. Das Ding ist, wir müssen ihn aber kaputt machen. Ansonsten würde der Claim von den Chinesen einfach weiterlaufen. Wir sind jetzt gerade erstmal aktuell unterwegs und setzen das Fundament. Wir werden nämlich jetzt gleich erstmal unseren eigenen Proxy-Walker platzieren und im Anschluss dann den von den Chinesen kaputt machen. Zumindest ist das der Plan an dieser Stelle. Frauen am Steuer. Nee, Wachsfeld. Mach mal. Kollege, mach mal. Das haben wir bei uns mit drauf? Ja. Wir müssen die Bäume einzeln wegmachen, um vorwärts zu kommen. Wie wär's denn, wenn wir uns eine Axt nehmen und das den Wald wegmachen? Übrigens, keine Ahnung, ob das so geplant ist. Das ist der Falco, das ist der Walker, wo wir gerade drauf sitzen. Der ist ja wirklich riesengroß und voll das Monster. Dass der irgendwie an einem Kaktus hängen bleibt, bei den meisten anderen Walkern, die diese Größe haben, ist es auf jeden Fall nicht so. Da kann man einfach eine Schneise durch den Wald fahren. Aber gut, selbst ist der Nomad und deswegen schnappt sich einfach jeder eine Axt und wir hacken einfach haptisch, selbstständig eine Schneise durch den Wald. So, nachdem das dann durch war, haben wir uns dann mit Sidir getroffen. Der war nämlich dafür verantwortlich, den Proxy Walker zu platzieren, weil er das gelernt hat. Beziehungsweise hat er ja sich auch schon einen guten Spot ausgesucht. Und dort bewegen wir uns gerade hin. Der Spot ist nämlich so gut geschützt, dass Berge ringsrum sind und Felsen, dass man mit größeren Walkern da gar nicht hinkommt. Werdet jetzt gleich selber sehen, dass das auf jeden Fall eine sehr geschützte und gute Stelle ist, um da einen Proxy Walker zu platzieren und den Surfer zu claimen. Okay, ich stell das Teil jetzt, okay? Ja. Das Ding ist, hier oben ist ja nur ein Endfight, ne? Beim Stiletto kommst du bestimmt ja gar nicht hin. Mhm. Okay. Wir können, also, ja... Kannst du die Kiste da hinstellen, Max? Hier irgendwo ins Grüne? Weiß nicht. Geh mal gucken, wie weit der Packslot geht. Wir können das Ding ja mit Affen und so sichern. Mit. Gute Idee. Steht bisher nur das zweite Gerüst. Ich stopf alles wieder in eine Truhe, dann kannst du bauen. Rup. Ja, hier sind Gegner. Ja, hier sind überall Gegner neben uns. Das sind selten. Chinesen hier. Die haben auch einen Falco voll gesetzt, der unten noch steht. Du da, Beam? Ich verfolge den Chinesen gerade. Ja, vergiss die Chinesen. Nein, ich hab ihn getötet. Der war direkt bei uns, nicht dass er das sieht. Das ist auch gut, ja. Los, hoch mit dir. Bin da. Ist das jetzt eigentlich ein Walker oder nicht? Was das ist? Wird auch ein Walker, ja. Ah, der kann nicht fahren, oder? Wenn wir was draufpacken zum Steuern, könnte man es eventuell machen. Bestimmt super langsam, aber wozu bräuchte der sonst diese Beine? Die so aussehen, als könnten sie funktionieren. Ja, wir müssen auf jeden Fall die linke Seite versuchen fertig zu machen. Ach, das ist echt stark, ja. Schade. Auf der Seite sieht aus, als würde der einen Daumen nach oben geben und das sieht aus wie ein Mittelfinger. Bisschen. Ja, ist auch so. Wird da unten auch gefightet gerade, oder? Ja, tatsächlich. Brauchen die Leute Hilfe beim Kämpfen? Ja, geh ruhig hin. Ja, ich geh mal hin. Guck mal. Ich hab mich Chinesen getötet, Nacken. Abwechslung. Da!
Als ich angekommen bin, da war zwar noch ein, zwei Gegner gewesen, aber ansonsten hatten unsere Mates schon wirklich weitestgehend alles platt gemacht. Das waren übrigens jetzt auch die gewesen, denen der Surfer gehört aktuell. Das sind die, die den Surfer aktuell geclaimed haben und davon haben wir jetzt schon sehr, sehr, sehr viel kaputt gemacht. Ich bin leider bei der Action ein bisschen später zugestoßen, weil ich davor noch sedieren ein bisschen helfen wollte und ich wollte euch natürlich auch mal zeigen, wie so ein Proxywalker aussieht und so. Ich bin hier auch ein bisschen Kameramann. So, also die Chinesen haben jetzt erstmal kein großes Problem dargestellt und eigentlich die größere Gefahr in dem Moment hat eher dieses Krabbenmonster dargestellt. Krabbe. Gehen sie jetzt wahrscheinlich zum Proxer, oder? Schießen. Die sollten wir wegschießen. Lass die Krabbe wegschießen, genau. Oh, mit Repeater oder mit was? Ja, mit Repeater. Cool. Ja, geht vorne drauf. Hab ich noch nie gemacht. Darf ich ballern oder wann? Ja. Ja, also. 8000 Leben hat die. Warte mal, nicht schießen. Die macht den Dings auf. Wird's nicht mehr. Nee. Macht sie gleich uns auf. Geht nur auf Spieler. Und auf Walker. Geht, glaube ich, hinter uns her. Einfach Formen, ne? Von hier kann ich nicht ballern. Hinter mir auch Repeater, ne? Okay, wir sind besetzt. Die ist, glaube ich, tatsächlich nicht schneller als ihr, oder? Die, ja, wir kriegen noch. Geschwindigkeit. Dann versuchen sie abzulenken. Jetzt sind wir zu weit weg. Wie viel Leben hat ihr noch? 6000 hat sie eben noch gehabt. Wow. Bye, have a great time! Hä? Was passiert? Irgendwie ist verschwunden. Keine Ahnung. Na super. Was ist denn das eigentlich, was die da haben, die Chinesen? Auch eine Falco. Okay. So, wir haben dann noch ein paar von den chinesischen Walkern unbrauchbar gemacht. Die haben auch Deutsche dabei. Sieht die Feinde sogar grafisch dargestellt, guck mal. Das ist nice, ich mag solche Details. Huch. Hier, Box. Mo. Ja. Wenn du fährst, zum gegnerischen Proxy. So, und direkt danach fahren wir jetzt also zum gegnerischen Proxy, den wir in ungefähr einer Stunde zerstören können. Was halt dann, wie gesagt, als Voraussetzung dient, dass wir den Surfer dann mit unserem Proxy-Walker claimen können. Auch nochmal als kleine Erwähnung, was das überhaupt bringt, das Claim, falls das jemand letzte Folge nicht mitbekommen hat. Der den Surfer geclaimed hat, bekommt 10% Bonus auf alle gefarmten Ressourcen, die von allen Spielern auf diesem Surfer gefarmt werden. Währenddessen haben wir übrigens noch das Breeding für unsere Walker angeschmissen, damit wir noch ein paar neue Walker züchten können. So, und da wir die meisten aber schon gekillt haben von den Gegnern, war der Proxy wirklich komplett unbewacht gewesen. Zumindest haben wir dort erstmal keinen Gegner aufgefunden. Ja, Mo hat die Zeit genutzt und hat dann noch ein Duell mit einer Holzfoundation geführt. Leben am Limit! Und das Ding auch gut gewonnen, auf jeden Fall. Oh, schön mal rechts. Puff. Au, ja, du triffst mich, Bugs. Okay. Wie weit musstest du vorzielen, damit du mich getroffen hast? So einen Meter. So, Stand der Dinge ist jetzt hier gerade, was ihr seht, noch ungefähr eine Dreiviertelstunde warten. Dann ist die Zeit abgelaufen für den Proxywalker von den Chinesen und wir können den zerstören und dann unseren anwerfen. Das Ding ist, dass ich da irgendwie schon 5 Stunden gestreamt hatte und ich bin dann erstmal offline gegangen. Deswegen habe ich mir einen Firefly gebaut, bin in die Lobby erstmal rüber transferiert, wo man ja immer safe ist. So, und während meiner Abwesenheit gab es aber dann doch noch ein bisschen Action. Es kamen nämlich dann doch nochmal die aktuellen Bewohner von dem Surfer vorbei, um ihren Proxywalker zu verteidigen. Rammer, unser Clan-Leader, war so lieb und hat ein bisschen was aufgenommen, damit ich euch das hier eben noch zeigen kann. Man kann das aber gut damit zusammenfassen, meine Mates haben das sehr gut abgewehrt, also konnten das abwehren, nochmal den Angriff von den Chinesen und konnten den Proxywalker von denen zerstören. Und im Anschluss konnten wir unseren Walker aktivieren und damit ist dieser Surfer erfolgreich für unseren Clan geclaimed. Wir haben ja andere Probleme, wir haben ja 1 Million Chinesen, die vor uns wegrennen. So, am nächsten Tag bin ich dann mit diesem gammligen Firefly wieder eingeloggt auf diesen Surfer. Mit dem bin ich dann zu dem alten Surfer gefahren, wo wir davor waren, bin mit dem Firefly ausgeloggt und im Anschluss mit meinem Spider-Walker wieder eingeloggt und mit dem dann zu unserem neuen geclaimten Surfer rüber getravelt, der nun erstmal unser neues Zuhause für die nächsten Tage sein soll. Wie geil ist das denn?
Guckt mal, Leute. Ey, das ist mega abgefahren, Leute. Moin. Willst du auch mal? Ja, sehr gerne. Drum stehe ich ja so da wie so ein Kind. Da, hock dich rein, Link. So, linke Maus, dass wir rausfahren. Sieht ja fast nichts. Aber jetzt? Ja. Ah, rechts hinter. Jo. Ah, wie cool, Leute. Das ist ja mal mega nice. Also ich sehe schon bald die Umweltschützer-Demos losgehen. Ja. Das ist total abgefahren. Ja gut, also so kommt man gut am Wut ran. Du musst den einfach aussprengen, haust du einfach in die Kiste. Jo. So. Okay. Ausbringen. Ah, das ist ja. Walkerbeine kann man damit auch kaputt machen. Das könnte ich mir vorstellen. Alter, hier stehen aber auch schon echt einige Teile so, ne? Also das ist ja mal ein richtiges Dorf hier geworden, Leute. Also ich muss ja sagen, ich feiere das ja ein bisschen. Das hat wirklich so eine Dorfatmosphäre oder Festungsatmosphäre, wie da überall die Gebäude stehen, die Walker stehen, die Leute irgendwas machen, dann die ganzen Crafting Stations am Werken und Arbeiten sind. Sehr, sehr schöne Atmosphäre und fühlt sich sehr gut an. Wir haben jetzt unseren eigenen geclaimten Surfer, konnten das mit den Chinesen erstmal gut zurückerobern. So, mal gucken, wie es dann weitergeht. Das werden wir dann hoffentlich in den nächsten Folgen sehen. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat, auch so von der Machart her, dass ich immer noch ein bisschen versuche, was zu erzählen und nachzuerzählen. Ich kann halt nicht immer online sein und da versuche ich die Lücken dann zu schließen, indem ich nachträglich das noch ein bisschen kommentiere von dem, über das, was dann eigentlich noch alles so passiert ist in der Zeit. Bis zur nächsten Folge, dann macht's gut. Tschüssi.